Premium. Aufnahme starten. Hi. Aber ich war immer echt? Zu faul. Na lol. Ich hasse, beim Stream hasse ich Greenscreen. Warum? Mag das auch nicht, also ich finde das persönlich. Ja, ich auch. Ich finde das persönlicher und cooler und einfach Atmosphäre irgendwie besser. Ich finde das cooler, wenn man die Cam halt einfach... Zimmer läuft, dann ist das echt zu persönlich. Ich finde es cooler, dass man die Cam halt ja, gut, quasi doppelt so groß machen kann. Und so wat, aber bei mir ist es halt... Ja, ja, bei mir sieht man halt Bett. Wenn die jetzt Zyra picken und nicht Xayah, dann stompen wir die Lane komplett durch. So richtig in den ja, wenn die jetzt fucking Xayah picken, Anus? Okay, okay, warte mal. Dann wirst du irgendwie genauso hart, oder? Ja, schon. Oder Tristana kannst du auch picken. Meine Aufnahme lieben noch nicht. Eine schon, Ash, aber... Zyra Lane ist fucking strong, by the way. Jetzt läuft beide. Ja gut, pick Xayah. Nunu. Nunu? Hä? Die baiten uns so in irgendwas rein, das oder? Das ist das Top, Place, oder? Ich sehe das schon. Okay, guck Xayah. Ja, guck Xayah auf jeden Fall. Ja, Nunu gleich... Zyra gleich Xayah. Wer ist gleich Xayah? Warte, Nunu gleich Zyra, ich mein... Okay, Nunu gleich Xayah. Willst du Zoe Xayah haben? Pick mir mal MF schon mal. Johnny kann ja selber Zoe picken. MF. Naja, noch sind ein paar Counter offen, so. Ich denke, da wird LeBlanc reinspielen. Du kannst auch hier für mich picken, ne? Shen. Shen. Oder warte mal. Also ich kann Zoe blind picken. Wenn du den Shen haben willst, kann ich dir auch Shen picken. Naja, pick du erstmal. Okay, ja, ich glaube, ich pick Zoe blind. Ich habe das LeBlanc-Matchup nur dreimal gespielt. Aber wenn wir um Midlane rumspielen, ist das fein. Wenn die jetzt LeBlanc picken, dann können wir halt eh die Carries noch weiter ausbannen, ne? Ah, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, ist die so schon gebannt? Ja, gepickt. Ja, Nunu ist ach, Xayah. Xayah, ja, ist richtig. Ach, Nunu ist. Ah, okay. Ich schreibe dann mal im Chat. Wir müssen ja nochmal dodgen hier. Mhm. Also ich brauche die gar nicht mehr aufnehmen. Wasted. Ha, doch, das lässt mal laufen und macht dann ganz fix. Na gut. Warten wir mal. Hat die Frage, wollen wir jetzt spielen? Was haben die jetzt? Jungle ist noch bei denen offen. Wollen wir Xin bannen? Ja, Xin bannen. Zack oder sowas? Keine Ahnung, ob der sowas spielt. Xin und Zack. Können wir alles offen lassen. Zack hat er gespielt, yo. Ich würde sagen, wir bannen auch den Zack weg. Willst du Kha'Zix spielen? Ich überleg, ob ich mit Mauke zock. Mit Fizz fliegst du halt weit weg, ne? Aber ist auch so gut gegen Fizz, oder nicht? Ja, mega. Also als Fizz hast du halt echt nicht so viel Spaß. Ich hab einfach Double Frontline irgendwie Maokai Cho'Gath. So Assassin Double Frontline? Da gibt's schlechtere, würde ich sagen. Und so kommt es eigentlich schon ganz sexy. Die Zyra hat halt auch keinen Spaß gegen den Maokai. Kann einfach noch Shen picken, maximal Counter zu Fizz auch nochmal dazu. Shen wäre geil, ja. Alter. Jetzt, also Shen Maokai, da sehe ich uns, muss ich sagen. Wenn die Zyra ist ja fest, so, wir können eigentlich über Botlane spielen und die komplett totcampen und so. Ja, die Zyra wird halt mit jedem Rakan Knock-up ablevel 6. Ich erstmal Maokai. Mao? Ja. Maokai und Shen, oder? Erstmal Maokai. Willst du noch überlegen? Ach, wir haben. Ach so, nevermind, ich dachte, wir haben. Nevermind. Ja, kannst du ja Shen picken. Okay. Ist Maokai Jungle jetzt, oder was? Was? Maokai Jungle, ja? Ja. Ja, okay. Und Shen auf jeden Fall? Ich würde so kommen, richtig strong. Ah, oh Mann, gefällt mir. Seid viel davon abhängig. Also quasi das, was wir enforcen müssen, ist, dass die es nicht schaffen, dass die Fizz gegen mich auf die Sideline einfach schicken. Also ich will immer groupen, weil Fizz kann mich auf der Sideline quasi all day one-on-one. Ja, mich aber nicht. Ich denke, wir sollten einfach wirklich Botlane snowballen und die Zyra abusen. Ja. Xayah ist auch voll Level 6 mega weak. Ich habe halt Losing Midlaner, also ich muss das dann... Ich spiele dann quasi Super Death und der kann immer First Moven, also ist ein bisschen... Bisschen schwer. Ich liebe, ne? Ja. Ich glaube, ich fucking Press the Deck spielen soll. Gesundheit. Danke. Join. Gesundheit. Danke. Kann man den weiten eigentlich? Jo. Ich bin dafür, dass wir Poker bannen. P-O-K-E. Yo, Alter! Bitte! Aber warte, wir müssen. Wir müssen in der richtigen Reihenfolge. Wir haben es ja letztes Mal falsch gemacht, das war falsch. Als da ja, aber weil wir rechts waren. Aber diesmal sind wir links. Ja, jetzt passt das. Jetzt müssen wir das wieder falsch rumbannen. Also erst R. Dann bannen wir erst Rek'Sai.
Nee, doch, doch, ja. Ja, doch. Rek'Sai, Elise, Karma. Oh, Jungs. Johnny, nicht einschlafen. Nee. Ich hab Zoe bekommen, Alter. Das ist. Der Hoffnungsschimmer am Horizont. K. Was geht die denn? T-E? Karma. Wann Karma? Karma. Ich bin Katus. Ich Rebell. Rebell. Oh. Oh, wie Olaf. Was Bandi? Ted. Du hast Olaf eingeloggt. Ted. Du hast Olaf eingeloggt. Oschkurva. Oh nee, ey, nicht schon wieder ein Dodge. Alter, Leute. Ich bin ein Rebell. Eieiei. Ups. Sorry, YouTube. Ich meine, das ist lustig. Wird die längste Aufnahme auf meinem YouTube-Channel. Bitte die Werbung. Nee. Kannst mich einladen wieder. Ich habe heute mit Trimax war heute im Büro, ne? War super lustig mit ihm so. Ist geil. Irgendwie voll der liebe Kerl. Und dann lädt er so sein Video hoch. Das ist 35 Minuten. Fragt er mich so: Wie viel Werbung macht man in einem 35 Minuten Video? Ich so: Ja, ab 10 Minuten kannst du hinten noch eine machen. Der so: Nee. Und dann haut er da erstmal noch 3 Werbungen rein. Alter! Der so: Oh, sorry, das habe ich missverstanden. Aber er meinte halt, dass. Das, also in der Szene ist das scheinbar normal. Und die fordern das auch, die Zuschauer. Ähnlich wie bei Kutschik quasi, überall. Das ist ja auch fein so. Also, ne? Ist ja immer nur ein, wie man es selber sieht. Haut mal in die Kommentare. Wünscht ihr euch das bei mir auch? Ja! Das ist so in der Szene normal. Ich kann es dir nicht sagen, ne? Okay. Also, war noch K. Spielen, jetzt muss ich bannen. Picken. Picken. Er hat erst noch einen Banger-Tweet rausgehauen. Ja, hab schon gesehen. Direkt geliked. Nice. Ich glaub, fein Chroma, das sah richtig geil aus, ja. Was hab ich nicht? Okay, was ist falsch bei euch? Falsch bei dir? Soll ich Pressed Attack spielen, ey? Hätte ich schon Bock. Gönn mir Pressed Attack. Gönn dir, mein Junge. Jetzt sehen die gar nicht unsere Fans, weil Bart Werbung gemacht hat. Wow! Werbung? Was war der für Werbung? Die waren locker Ted XD. Ted XD ist auch nice. Jo, Ted XD, aber dann. Was macht Zona eigentlich die ganze Zeit? Ich hab schon vor Jahren aufgegeben zu hinterfragen. Ich hab deine Brave Pants at home. Want me to wait while you go get them? Junge, spiel ich mit Hextech Flash? Der pickt jetzt nicht der Bengel, Alter. Leute, spiel ich mit Hextech Flash, Maokai? Nein, spielst du das jetzt ordentlich. Nee. Aftershock. Ja, jetzt. Ja, natürlich, aber im Secondary. Nee, wenn er damit. Hextech, Junge. Wenn glaub, du nicht, da ist auch. Der Second Tree ist aber nicht so bad, weil du da unten eine 100 HP Mastery mitnehmen kannst. Naja, ja, aber du kannst alternativ. Weniger Damage am Champion sind. Alternativ kannst du auch. Bis zur 10 Minuten. Aber Triumph ist doch auf Tanks auch komplett kernbroken, oder nicht?
Ja, schon. 15% fehlendes Leben und du hast auch noch Cutdown. Nicht Cutdown, sondern was ist das hier? The Grass. Tenacity, Legend Tenacity. Kriegst halt 20% Tenacity und 15% fehlendes Leben pro Assist. Das ist, glaube ich, viel, viel stärker als alles andere, was du nehmen kannst. Oder nicht? Triumph und Coupe de Grace, oder was? Ich würde das in der Mitte nehmen, Legend Tenacity. Kriegst halt 20% Tenacity. Leute, deckt das Zombie Ward, ne? Yes, ja. Schön mitnehmen, das Ding. Und dann ja, wird oder? Hier ordentlich. Das wäre auch nicht schlecht. Zombie Ward wäre auch nicht schlecht, stimmt. Zombie Ward ist, stimmt. Ich glaube, ich gehe Domination und dann gehe ich Zombie Ward und hier. Redless Hunter, oder? Nee, Cheap Shot. Ich nehme auch Zombie Ward. Cheap Shot ist halt besser für Damage, oder? Cheap Shot und das Ding. Let's go. Ward. Ich finde Poker besser. Ja, wir haben Draft gewonnen. Poker ja. Kutscher, aber würdest du auf Zoe gegen Fizz mitnehmen? Spielst du auch Exhaust oder? Ach, du spielst gar nicht mit Lane, ne? Nö, aber ich denke mal Exhaust oder Barrier, oder? Aber Barrier hilft meistens nicht. Also mit Barrier stirbst du einfach trotzdem. Dauert nur ein bisschen länger. Und wenn du Exhaust gut timest und der ist ein bisschen verkackt, kannst du damit halt mehr Damage blocken, als mit, du mit Barrier blockst. Und der kann halt easy sein, Damage einfach delayen. Fucking Kleptophyra, willst du mich verarschen? Wie sieht's aus? Wollen wir Cheesy Level 2 Gank machen? Ich hab's gerade lauter gemacht. Wie sieht's aus? Das ist, glaube ich, nicht worth, oder? Also wenn die halt keinen Flash hat, dann dominieren wir die Lane halt komplett. Aber ich weiß halt nicht, wie hart du gefickt wirst dann durch Counter-Johnny oder so. Ich glaube schon ein bisschen. Ich glaube, Jarvan ist ja generell in diesen ganzen Tank-Matchups immer ziemlich dominant, ne? So, Leute. Ich würde eher sagen, ich starte Raptor. Ihr pullt mir den Red und dann können wir das machen. Okay. Alter, was ist mit dem? Oh, keine Ahnung. Alter. Okay, dann late boarde ich. Trap doch mal Blue, Hi Kevin, ne? Jetzt. Ich schreibe Hi Kevin. Das erinnert mich alle immer an dieses von SpongeBob. Hi Kevin. Das ist mein Sub hier. Echt? Sub-Song, ja. Stimmt, das ist Ewigkeit. Remember, hast recht, das ist echt geil. Der Mann hat Geschmack. Und heißt Kevin. Achso, das ist. Ah, ich muss runterrechnen. 1,27 minus 30 Sekunden. 57 Sekunden. Was? Könnte sogar ein Q geben, wenn du willst. Alter, juicy. Ich bin heute in Gönnerstimmung. Oh. Das wird richtig rasiert, Leute. Sola, komm her, du hast zugehört, ne? Alter, jetzt hab ich hier keinen Cover. Das ist ja wieder so. Ihr pullt Raptor schon für mich. So. Da muss ich aber wehstarten. Also wir machen jetzt, ne? Du machst Raptors und du smitest Raptors, oder wie? Nee, ich smite den Dings hier Spieler. Wir pullen den Red für ihn und der kommt an Level 2 Botlane. Okay, aber braucht er nicht mega lange für die Raptors, wenn er nicht smitet? Er hat doch seine Dings da, seine E. Wenn Johnny hier pullt. Ah, die sind ja richtig klein, die Geschenke, what the fuck? Moin. Eine richtige Brecher. Alter. 1,27, ne? Mir ist nicht drin im Geschenkekorb. Kann man einen Shot, kann ich mal denken. Ach, ich hab nur 160er Ping, Leute, das haben wir. Ziemlich für dich. Deswegen. Hättest du Maokai selber spielen sollen. Jo, wahrscheinlich schon. Vor allem Press the Attack, Shen. Ich muss mich mal smiten jetzt. Junge, ich komme. Wir haben deine Minions verpasst, oder? Einen, ja. Go. Pick auf Sarah. Ich denk noch. Nice. Ich hab noch hier, ich hab noch hier. Brauchst du nicht, oder? Ah, ich habe. Renn! Kutscher DC. Kutscher? Hallo? Was Hallo? Ist das für ein Timing? Ja, jetzt hört man dich wieder. Ich hatte einfach komplettes Standbild. Alter, nicht im Ernst. Feels bad, man. What happened? Du hast einfach. Reich! Keine Ahnung, du bist unter Stelle stehen geblieben. Alter, ist das disgusting. Feels bad, feels bad. Und die killt dich auch noch, das ist BM. Die hat keinen Flash mehr. Kannst du kommen? Die hat keinen Flash, Kannst du kommen? Ich die wirklich, ist wie beim Overextend. Komm, Mana, komm. Ja, aber guck mal hier! Ja, ich hab auch kaum Mana! Achso, du meinst Leben. Ja, hier, hat der Flash? Nee, hat keinen Flash, hat keinen Flash. Hundertprozentig nicht. Rechtsklick! Nicht dein Ernst. Und er kriegt Triumph. Ach, feels bad. Alter! Ja, FF15, Alter. Alter, das ist ja mal Junge, mega fucking Standbild. Ach, Leute. Das ist ein Tilter.
Egal, schönes, schönes Stand. Sai hat nur 3 Kills, easy game. Midlane läuft richtig gut, Jungs. Aber das ist so, das Timing war halt, es hätte halt, glaube ich, selbst wenn du mit Absicht dies siehst, hätte es keinen schlimmeren Zeitpunkt geben können als diesen. Batman. Egal, wir schaffen das. Ich bin jetzt bisschen, ich bin ungefähr 1500 Gold behind, aber. Ja, das, also wie gesagt, Midlane läuft supi. Der musste schon einmal basen, der hat keinen Teleport mehr. Er hat keinen Flash, der haben auf jeden Fall alle keinen Flash, also Botlane ist weiterhin safe. Ey, aber dass der Jarvan nicht gestorben ist, hat getriggert, ey. Das fand ich eigentlich viel schlimmer als den DC. Hätten wir nicht raufgehen können? Ja, du gesagt. Wir können einfach auf mich warten. Über Base. Ja, ja, stimmt schon. Oh, Leute. Wenn die Minions immer alles haben. Red Buff. Ich tilte so weg, ey. Ah, die ist nicht mehr. Die hat die nicht mehr lange. Du bist halt da. Oder? Ah, bitte. Lass einfach auf. Warte, ich hab pinkt. Was ist denn los? Ich hab auch gepinkt. Die hat kein CS. Viel zu bad. Cyber ist grad ein Miss. Keine Ahnung, wo die ist. Gewordet. Lass den Bock mal stehen. Vielleicht fühlen sich dann so ein bisschen sicher. Ist halt so mau, ne? Eigentlich ist die Kombo, wir greifen einfach Saiwan, ignorieren Xayah. Jetzt hat die Minute 4 ein BF. Ja, ist halt echt mau. Ich bin mau. Fuck ich schon. Alter. Kann ja, Mitte kommen. Boah, ich könnte einen TP ab. Scheiße. Wer da? Ja. Ich hab Ghost dann. Lol. Kann den Müll halt dort. Können wir auf Dings, auf Sarah? Warum hab ich denn das dann eben nicht geschafft? Ich bin nicht da, ne? Hast du Ward? Ja. Kommt was. Na, Jarvan ist wahrscheinlich Bot, aber nicht safe. Ich meine, die können halt auch so Aggro spielen, die würden halt gegen Feld gerade gewinnen. Wissen es bestimmt, oder? Für mich, dass sie gerade einen Ward hat. Eigentlich hätte sie schon. Hatte. Der Zombie-Ward, oder? Lass uns mal reinpushen. Die könnten uns. Also, dass sie uns nicht wechseln, ist eigentlich schon nett von denen. Die könnten uns jeden CS komplett hinein. Fist ist super low und. Ich hab 400 Leben, Bro. Was hat die für Sams? Oh. Oh, pass auf. Muss raus? Das lohnt sich nicht reinzugehen. Wir werden niemals die Trades gewinnen, wenn sie BF hat. Ich hätte einfach nur machen müssen, ehrlich, mit der Explodier-Jumper wäre da. Wäre ich schon safe gewesen. Ja, aber guck mal, wie viel Leben ich habe. Ja. Ich hätte ja für die Q reingehen müssen. Ich habe in der Max-Range eh sogar nur gemacht. Die hat ungefähr doppelt so viel Range wie Q. Oh! Wow, nice. Good job, Johnny. Die kann mich da. Insane. Geplayt. Ah, jetzt werden sie kommen. Komm ran! Oh, die überlebt das. Ja, ist wohl für uns. Nice. Nein! Ja, ist Level 6 geworden. Dieses Spiel, Alter. Alter, sie ist so lucky. Holy shit. Das war. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Egal, wir haben Top 2 Kills geholt. Ich hab mich dann auch gesolo killt. Willst du Level 6 auch? Nice auch mit der. Boah, wenn der mich da killt, sterbe ich jetzt noch 6 Mal in den Game. Das ist einfach keine schöne Lane. Du weißt so, oh, einmal tot, immer tot. Mein Tankspiel ist einfach so ehrenlos, ne? Holy shit, what the fuck? Was das muss, ne? Zyra? Ist ja deine. Hä? Ich steck in der Wand. Ja. Alter, was ist das für ein Spiel, Mann? Das ist halt einfach. Du hast halt. Von ihr. Nee, ja, er war halt in der Wand. Also, er war halt wirklich in der Wand. Ich kann kommen, theoretisch. What? Warum nicht ein Drake? War, oder? Ich weiß keine Ulti, Xayah. Boah, wir müssen. Das ist halt. Ich denke, einer wird trotzdem 100% nicht sterben. Fist ist hier. Ja, ruhig. Ich hab W, aber erst in 5. Nein, also, wenn, dann müssen wir 4-5 Mann Gank machen. Ich hab. Oh, nee. 3-Mann-Gank geht nicht gut hier unten. Ich hab heute Fans, ne? Ich vergesse nicht. Oh, wenn wir ja, deswegen meine ich ja, wenn ich dann kann so 4 Mann gängig. Aber du hast kein TP ab für wieder hoch, oder? Doch, in 5 Sekunden. Können wir das dann gleich machen? Ah, warte. Kann bitte gucken. Ach gut, bitte. Gott, ist halt. Oh, der hat kein Flash? Der hat kein Flash gehabt. Oh, what? Ich hab meine Dings in die falsche Richtung gemacht. Okay. Oh. Flash bekommst. Ich hab meine Q in die falsche Richtung. Ja, ist fein. Ich hab auch meine Q in die falsche Richtung gemacht. Ah! Das Game ist richtig dumm. Holy shit. Das passiert. Schade, wenn wir. Da einer von uns keinen Fehler macht, haben wir ihn wahrscheinlich, aber
ist egal. Dann sollen wir bis Level 6 warten, dann können wir das mit Chen Ult zu 2 gegen 3 machen, denke ich. Wir haben hier. Chen Ult vielleicht, ja. Wie gesagt, ich habe halt 700 Leben, ich brauche halt 2 Auto-Tags und ein Q und nee, und ich bin tot. Deswegen brauche ich halt eigentlich Ult, dann kann ich reingehen, ohne direkt zu sterben. Sonst werden wir immer 1 zu 1 trainen wahrscheinlich. Wir rufen wieder. Oh fuck, ich bin tot. Fick dich, Alter! Ja, lass einfach unterm Tor bleiben, wir können hier absolut nichts machen. Ich steh die Munition weg. Ah, mit den Lower, aber ich hab nicht genug Mana. Ist hier irgendwo eine Pflanze? Nee, ne? Rekord ich. Ja, kann ich dive. Komm, top. Good job, Johnny. Danke. Cyber Tarf unten. Tower ist noch relativ gesund. Ich brauch noch ein bisschen so. Bis Level 6, wenn ich da bin. Also, eine Wave geklärt. 2 Minuten. Ich weiß halt nicht, ob die nicht uns trotzdem jetzt sogar diven können. Die Xayah kann halt 3-4 Turret-Shots tanken und dann. Ich glaube, ich werde ich einfach direkt auf die. Deora kein Flash. Ich dachte schon, die würde die Q vielleicht blocken. Also, wir sind halt Topside übel Farhead, so, wenn wir. Haben die Summoners? Das Problem ist halt, wir können halt. Also, wir wurden gerade Full HP fast gedived. Beide. Können wir halt irgendwie Force Lane swappen oder so? Können wir uns überlegen, wie wir da rauskommen aus der Lane? Ich glaube, wenn ich Level 6 bin, sind wir fein. Ich habe ja jetzt keine Ultimate, ne? 3 Minuten. Ah, die spielen halt nicht gut, von daher ist es nicht so schlimm. Also. Die sind halt nur so. Wir werden den Tower halt jetzt verlieren, wahrscheinlich. Warte, lass mal so kurz weg sind. Vielleicht pushen die. Er hat die Pushens. Gavin ist da, ich move halt runter. Ja, die werden TP noch ab. Ich spiel nicht im Botlane, es macht absolut keinen Sinn, um Bot zu spielen gerade. Pass auf, diesen Down ist hier, ne? Mit Ulti? Ja, ne, dann geht er einfach raus. Was ist so bitter, man, die wären so am Arsch gewesen nach dem Level 1. Bitte kommen? Ja, ja, das ist halt echt bitter. Das ist so ja, ich kann den All-In von ihm forcen. Das ist so das Einzige, wie er mich eigentlich bitter besiegen kann. Javin irgendwo hier vielleicht. Oh, Javin ist hinter dir. Hier? Der Fist? Ich geh auf Javin drauf. Okay. Komm auch Mitte gelaufen, brauchen wir noch eine Weile. Wir haben kein Flash. Oh. Wir sind wahrscheinlich Basebot. Kann sein, dass Fiora move, pass auf, nicht zu deep. Och man, sorry, ich hab so bad gespielt in der Szene. Rein, passiert. Oh, der Eagle Fist. Straight up top. Ich move auch hoch. Bot wird swappen, die sind ungefähr in 20 Sekunden spätestens top. Wahrscheinlich früher. Hat die noch Dings? Ja, hat sie, hat sie, hat sie. Botlane könnte hinter den gleich auftauchen, aber. Ich bin auch gleich da. Geht nicht zu Hem. Ja, Xayah ist da. Die hat schon Essenz über. Ich bin schon zu Hem gegangen. Naja, kann man nicht, die macht zu viel Schaden. Wie wir halt das Kack-Game gerade nur schwer haben wegen dieser verfickten Scheiß-Freeze-Early. Ja, das können wir trotzdem easy gewinnen. Das ist die, die hat 7 von 8 Kills, so. Wenn wir halt keine dummen Fehler machen, ist das komplett easy. Wir haben eine easy Combo und eine Rossi. Ja, 10 Türme halt. Ja. Wir machen nur gerade extrem viele dumme Fehler. Ja, dann müssen wir die halt nicht mehr machen. Ja, hast recht. Wir jetzt mit Kutsch, dass ja, kann, kannst du ja Bottom rennen, kannst du ja Bottom rennen. Ein positives Ding, das sind keine Inferno diesmal sogar. With something, I guess. Die gehen jetzt Richtung Herald. Ja, Botlane ist getuscht gerade. Werden sich ein Blubber hier snacken. Fuck, Alter. Willst du nicht Bot gehen? Ich kann nicht gegen Führer hin. Ganz im Fizz. Ihr seid ja zu zweit eigentlich. Also eigentlich sollten die. Aber du kannst auch nicht zu zweit gegen die lane wahrscheinlich. Hm, ich glaub, aber die werden ja nicht. Der hat hier irgendwo Vision so. Ja, ich hab grad einen TP, ich geh fix Base. Warte einfach unter den Turm gegen die. Ich hab Sidestone jetzt, die muss ich schnell holen. Ah, ich denke, es macht mehr Sinn, die Xayah-Anzeige gegen Zeit zu halten, als die Fiora. Die werden nicht bleiben. Die werden halt das Mitte einfach gucken. Ja, die gucken. Ja, aber wir sollten trotzdem. Von wo kommen die? Ich war gerade schon mal ein bisschen Brain-Off, klar. Achso, okay. Die resetten und gehen dann Mitte wahrscheinlich. Okay. Ich dachte, die sind schon hier. Nee, das ist halt immer noch eine AD-Carry, die halt in 2 irgendwas stirbt, so. Von daher. Wenn wir 1 CC raufkriegen plus einen MF-Ult oder einen Zoe-E oder so. Zu Kevin? Dead. Der ist noch Level 7, ne? Aber wir sind nicht da, wenn. Versuchen Fights zu verhindern. Oder die sind zu zweit. Willst du mal reinmachen? Ich hab Ult. Ich hab keine Ult. Ah, schade. Hier ist gewartet. 3 Top grad. Wird so nutzlos, Mann. Bottom. Hm. Oh, 4 Uhr hier. Füll die Mate ab. Nice. Oh! Oh, der Auto-Attack! Shit, da. Oh mein Gott, Johnny, du bist ein fucking Gott. Auch wenn das. Vielen Dank. Einfach wenn das so wie langsam war. Wie langsam ist Maokai Ult? Ja, erst ab Level 16 halt richtig. Jo, ich dachte gerade so, hä? Wann kommt die denn endlich? Dabei war die schon gecastet, nur halt 50 cm erst gerade weiter.
Keine Ahnung, der Fiss hat halt Ult. Wenn ich das durchpushe, oder lindt er mich? Ich hab Ulti ab noch. Hm. Ja, okay. Kannst du? Ja, ne? Auch hinter dir im Notfall. Warte, das Mist, die werden jetzt 100% nicht mehr so sein gleich. Okay, aber dann ist das vielleicht nicht so der Moment, mit der Shen Ult zu baiten. Wie gesagt, ich meine, guck dir das an, die hat 7 von 8 Kills. So. Die anderen sind alle behind. Ja. Und ich bin MF, ich mach trotzdem Damage. Also ich hab trotzdem Utility. So, wenn wir einfach die Xayah fokussen und denen jetzt nicht unnötige Vorteile geben, ist das ein Freeland, denke ja, ich. Ja. Komm da raus, mein Junge. Er hat kein R. Boah, ich dachte, das wäre jetzt gegnerische Zoe, Alter. Ich will abschießen mit so also, wenn ihr den Damage, den ihr gerade ungefähr von Zoe, von Xayah erwartet, die macht ungefähr doppelt so viel. Also geht davon aus, dass sie euch in unter 2 Sekunden töten können. Komm runter, gemoved, Kevin. Hm. Mach Mitte. Fein. Die pushen jetzt mit. Oh. Okay, nice. Oh, scheiße. Jetzt geflasht. Wer hat geflasht, Xayah? Ja, ja. Sehr, sehr gut. Oder war das ein W-Flash und ich hab Flash, Ultra runterkommen. Nee, das war Flash. Kommen wir über die Pflanze? Hier? Ich hab Flash, Ulti. Hat die noch W? Ja, da war das River, ne? Komm da nicht ran. Oh. Fist TP, Fist Hamba, TP. Oder? Fist TP. Ja. Zeit. Ja. 8 Sekunden. Zeit. Einfach raus. Ja, wir rennen. Wir haben noch Ult gleich in 5. Ja, das passt. Die kommen nicht ans Rennen. Sehr schön, Leute. Die ist wirklich hier irgendwo die Xayah, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hab die da. Die ist hier. Die Pflanze geblockt. Ja. Soll niemand Pinkwater nicht clearen, Alter? Die laufen 3000 mal dran vorbei. Engagen? Der hat keine Q, der hat keine Q. Der da? Der ist hier hinten. Hab ich. Nice. Good job. Ich hatte die Super Bad, Alter. Xayah in E, deswegen hat er. Also. Weiß ich. Das ist nervt mich, dieses Standbild nicht. Ja, mich das ist so, weißt du, wenn man mal schlecht spielt, okay, aber sowas tiltet echt hart. Kannst du das mit der Death, oder? Nee, nicht auf Dauer. Nicht? Ich hab nicht genug Mana, cool. Ich push die Welt raus, dann komm ich wieder. Ich bin 20 Ult. Das ist mehr tiltet, Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ja, ich kann nicht Side Linking, hab ich ganz vergessen, was die Ult ist. Scheiße. Ach, der hat noch Ult? Auch noch? Scheiße. Ja, ne, ich kann nicht Zeit längen. Ganz hier. Ballern Herald hier. Ballern Herald. Ah, Botlane fällt auch jetzt. Ich kann halt unten TP hin, aber. Die 2 kriegen die wahrscheinlich auch noch. Obwohl die pushen nicht. Ja, Botlane 2 kriegen die wahrscheinlich. Von wo charge der denn? Jo. Das ist mir auch gerade. Kann jemand top setzen? Ich muss top halt auch mal so langsam resetten. Wir haben halt übel viel Zeitpressure, ne? Also ich kann gerade Zeitling gar nicht deffen. Ja, ich kann easy gegen Fiora, denke ich. Ich kann in der Theorie auch gegen Fiss, so. Ich habe den jetzt zweimal nass gemacht, so. Und, ich glaube nicht, dass ja, er ist noch großer Lind. Das ist schön, ja. Was ist denn hier ein Ward? Ja. Über die Wand prockt das, oder? Alter, im Torn, wenn man mein Bild, wenn ihr mein Bild seht, könnte sieht aus wie Flash. Top Lex, ja, High Five! Also musstest du die ganze Zeit pausieren. Ja, mein Blue Buff ist bald ab. Wenn ich den kriege, können wir halt easy groupen und Mitte versuchen zu pressuren. Bin halt super strong. Ich stehe einfach nur ultra safe, ich gehe nirgendwo hin, wo Fist oder irgendjemand anders sein könnte, nehme ein bisschen Farm mit und im Teamfight drücke ich Ult und dann bin ich okay. Also noch ist der Fist auch nicht so stark, dass er quasi in einem Teamfight einen von uns beiden safe gehen kann. So, wenn da ein bisschen was drumherum ist, hat er richtig Probleme. Weil der muss quasi sein Protobelt aktuell noch als Damage-Spy einsetzen und das ist halt super schwer. Hm. Und ab Lichbane muss er das nicht mehr. Ab Lichbane kann er mich halt in dem Teamfight einfach rollen und ich kann nichts dagegen machen. Ja. Ja, dann ich werde halt so weit hinten stehen, dass ich nicht all-in werden kann, einfach. Stopwatch. Ja, Stopwatch ist actually broken gegen in später, wenn wir in entscheidenden Teamfights sind. Aber vorher. No joke, wenn du dir Early Stopwatch kaufst und du deswegen Fight gewinnen können. Ja, aber Early Stopwatch mit der 600 Gold. 4000 Gold behind. Ich glaube nicht, dass ich noch 600 Gold in Death Item investieren kann. Ja, so bist du One-Shot.
Du überlebst du, da machst du 300 Damage. Ja, ja, aber wenn du One-Shot bist, machst du 0. Aber das Ding ist ja, Stopwatch ist ja nur einmal, ne? Das ist ja kein Problem. Ich kann einfach so weit hinten stehen, dass Fizz mich nicht engagieren kann. Das ist gar kein Problem. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Außer der Fizz flankt halt. Oder ich laufe wieder retarded auf eine Sideline. Dann kann er mich natürlich chillen. Na, wer ist diese Xayah? Hi, Kevin. Hi, Kevin. Hi, Kevin. Hi, Kevin. Hi, Kevin. Hi, Kevin. Hey, im Endeffekt. Ja. Hi, Kevin. Hi. Hi, Kevin. Hi. Drei Minuten ist Baron, Drake ist noch ab. Wollen wir, was ist jetzt unser Plan? Wir wollen groupen und dann gucken, für Catches gehen oder was? Ja, ich push die Botline raus, nehme den Blue und dann versuchen wir einfach zusammen zu gehen. Ich bin halt, also in der Phase. Wann haben wir denn Power Spikes? Ich hab grad Fetten. Also Morello Sheen ist, bin ich halt insane strong. Das Problem ist halt nur, okay, dass die Zyra halt so viel Magic Pen. Ich glaube, wenn die Zyra aus der Base kommt, die Double Magic Pen. Ich mach an Pause. Ready? Ne? Ja. Ready. Let's go, guys. Wo sind die gerade? Sind gerade alle 5 Miss. Ich hab Ulti ab. Keine Minion gemisst, deswegen. Triggert. Da oh, Fiora ist noch hier. Zweieinhalb Items, ne? Also die Xayah kann euch wirklich in einer Sekunde ungefähr töten, wenn ihr nicht gerade Tank seid. Oder Zoe. Ja, sogar als Tank. Du bist fein unten, Johnny, ne? Ja, ja, die kann eh nicht viel machen. Ich würde ja Kevin gegen Fiora schenken. Ja, ja, ich sollte jetzt auf jeden Fall richtig nach oben gehen auf Tower. Ja, die hat Double Magic Pen, die Zyra. Ja, das meine ich halt. Also wenn ich nach vorne springe und die mich snappt, nicht echt. Ist der Bottom gehen oder was? Ja, wäre besser. Oh, warte, die sind immer noch hier, oder was? Hier ist noch eine. Ist da noch jemand? Fizz? Ja, ja, Xayah ist da. Moment. Hier ist Vision. Kannst du das die auch jetzt swappen? Ja, die swappen jetzt auch. Hier unten. Oh, was? Das wäre viel Schaden gewesen. Alter, lächerlich. Nehmen wir das jetzt Mist, die pushen nicht weiter. Okay, Fizz geht jetzt Bot. Ah, fair, wird top kommen. Wir werden wahrscheinlich Drake mal oder so. Cyber Botzeit. Wenn ich jetzt top gehe, gehen wir die tot? Ja, die machen gar nicht. Hat die noch Dings? Ja, mal. Ich versuch. Cyber ist hoch. Cyber ist recht hoch. Also, wenn du die geulte kriegst, ist die tot, ne? Ich komm bitte, ich komm bitte. Mitte. Wir können ich kann auch versuchen zu flanken. Ich komm bitte. Ja, das ist Problem. Das ist Slow-Spiel, Leute. Ich move ganz außen rum. Wir kriegen vielleicht auch einfach Top-Turret. Ja, deswegen. Fizz miss. Fizzbot meine ich. So. Wir müssen versuchen, dass Johnny nicht hier trifft auf die Xayah oder so. Einfach so ein Fall. Ja, ja, aber ich muss halt Botlane immer voll rauspushen. Die kann halt ihren Lead eigentlich, wenn wir nicht Autopushen. Barrier Drake gekriegt. Ich weiß nicht, ob die können wir auch noch killen, oder? Ich move auch hoch. Die move halt schnell hoch, ne? Vielleicht macht er einen Go auf mich. Move auch. Die sind halt noch in Mitte. Botlane fight dich die ganze Zeit. Ja, das oder? Oh mein Gott, Alter, ich hab ihn so die Hosen ausgezogen. Fucking. Bot move top auf jeden Fall. Passt auf. Also geht jetzt sofort raus am besten. Oh, ich komm da nicht lang. Ich hab aber noch Ult. Von hier, Alter. 5 Sekunden. Ich geh oben raus. Auf Zyra? Können wir rauf, ja? Ja. So, ich glaub, du musst auch noch top ziehen. Rennt. Ich versuch einfach noch weg. Zu töten. Ja, sonst werden wir, glaube ich, Mitte kriegen. Da hat Flash raus. Sei das Undermine. Fiora könnte theoretisch einfach nur kommen oder kannst du weglaufen. Und ich hab Bot auch Pressure. Ich hab jetzt Turm aufbekommen. Ein bisschen HP. Schade, wir kriegen nicht ganz. Ich glaub, Botlane krieg ich ganz. Oh, die hast noch chasen können. Voll haben gehen können, jo. Jo. Die ist noch am Ping. Ich kriege Toplane wahrscheinlich. Ne, ich kann Top noch ulten, glaube ich. Oder wie viel Pull ist denn der? Ah, ich bin zu spät dran. Ah, ich glaube, das sind 10 Sekunden leider. Nein. Fiora moved auch Bot wahrscheinlich. Damn, schöne Ult. Damn, really good. Nice. Wir könnten Nash maybe gehen, aber das wäre richtig. Achso, ich hätte das callen müssen. Fiora von hier, ne? Ja, okay, nevermind. Aber nice, dass du es so gesehen hast, ja. Das hätte ich ohne Ult wahrscheinlich nicht. Auge. Das ist es halt, ne? Haben wir Mitte? Während Fizz tot ist? Ich war so überrascht, dass er schon wieder Ult hat, Alter. Der Jury ist halt übel low und wenn wir den kriegen, sind wir schon mal wieder ganz gut dabei. Also aktuell bin ich auf jeden Fall stärker als Fizz auf der Sidelane. Also egal wo ich bin, Fizz ich jetzt einfach nur. Ich denke, wenn wir die Tier 1 bekommen, dann sind wir auf jeden Fall richtig gut dabei im Game. Naja. Wie gesagt, die können sich auch, also ich meine die... Pass auf, die sind hier. Ah,
hat, die steht zwar 9-0, aber die ersten 7 Kills waren halt in den ersten 6 Minuten oder so, von daher hat die halt echt nicht viel mit ihrem Lied gemacht eigentlich. Ja, also ganz ehrlich, wenn AD Carry diese Items hat, dürfte das Spiel eigentlich nicht mehr überhaupt spielbar sein, aber wir können hier fighten, wir können hier fighten. Ja. Der hat noch Ult, ne? Das ist halt Damage, ne? Was bist du da? Ist fein. Sehr schön, sehr schön. Dass du vom E getroffen wird, Alter. Wollen wir Topside rotieren, Mitte auspushen und Top rotieren, oder? Können wir machen, theoretisch. Für den Turret Pressure, die haben ja keinen Wave Clear jetzt. Die haben generell schlecht, also Cyber hat halt Wave Clear. Wollt ihr mal was sehen? Ja, das ist top. Denkt an Pink Wards, Leute. Passt auf unten, Kevin. Ja gut, wenn wir unsere Jungle Entrance jetzt komplett Pink Ward, damit ich die Vision weiter vorschieben kann. Wissen wir, wo Fizz ist? Jetzt gerackt. Bitte. Nee, ja, Mitte hoch. Nimmst du die unten? Jojo, die ist fast tot. Lol, nice. Das ist eigentlich ziemlich gut. Oben. Ja, dann kriegen wir den Turret. Da ist jetzt respawned. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Sah voll easy aus. ich denke mal, wenn sie halt Ult macht und so, dann ist es ein bisschen schwieriger oder so. Ja, wir haben alle Tier 1 Turrets, sehr gut. Ich habe jetzt auch Rage Glory. Vielleicht können wir den schon contesten, oder? Ich denke schon, wenn wir zuerst da sind, ja. Ja, also wir sind so langsam echt ziemlich strong, habe ich das Gefühl. Ich habe Ghostbill jetzt auch ready, also ich habe zwar ein Item weniger als sie, aber meine Ult macht trotzdem, denn ich bin jetzt auch Level 11. Scheiß Bug schon wieder, Johnny. Jo, zu täten. Aber ich habe sie trotzdem, glaube ich. Ah, oh, shit. Hat der Mercs? Ach, die Sau, Alter. Pass auf, die könnten von oben runter. Ich bin auf dem Weg zu Bot. Ich habe 13 Sekunden Ult. Ich habe gerade keinen W. Wir haben hier an der Seite. Oh, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Genau auf dem Weg, pass mal. Ja. Keine Ultimate. Also ich kann dahinter, die B, nicht die B dahinter. Die ist gesleept. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Jarvan? Okay, nochmal rein. Macht mich stolz. Ja. Wie viel hab ich noch gehabt? Scheiße, kann ich wieder nicht. Egal, es ist nicht so schlimm. Wir sind noch tanky, ne? Ja, aber. Alter, nicht im Ernst. Ah, schade, er war echt ein geiles Ding. Ja. Oder konnte er leider nicht viel machen. Ja, wenn Fizz mich flanken kann, dann ist das generell ein bisschen unlucky. Ja, ich war ja in dem Fall, ich wurde ja gecatcht und dann haben wir gefallen und ich bin halt im. Okay. So dumm. Und vor allem, er hat halt nicht mal. Ist der Legend, so dumm ist das! Das ist so dumm! Ja, vor allem sein Item-Bild ist halt, er hat halt 5er Boots und Mobility-Item. 5er Boots und Leben. 5er Boots und Leben, Alter. Ey, okay, sag ich ja, Junge, PS4-Controller. Komplett dumm. Hat er richtig schnell rechten Stick gerade reingedrückt, ey. No. Ja, das war bad von mir. Ich hab vergessen, dass die Zyro-Pflanzen ja mein Q blocken. Ich hab auch okay. Ich denke, dass er vorbei geht, um ehrlich zu sein. Können wir noch Pinkbots? Habt ihr alle Pinks? So. Ihr könnt hier sogar starten, oder? Nee, naja, sorry, ja, ich hätte auf Pinkbots nicht so. 20 Sekunden Erdrache, wollen wir den einfach warten? Ja, darüber reden wir doch gerade. Achso, ich dachte, wir werden. Krabbe? Ich pull dich so. Ich hab auch TP. Geht da nicht zu so lang. Was ist, wenn die Nash rushen? Ja, nee, nicht, glaube ich. Kann ich nicht. Der Dame war ja auch tot. Kai aber nach unten. Ja, ist egal. Wir können den rushen. Ja, rush den. Wir haben keinen Spike gerade hier, ne? Also ich würde den nicht alleine machen, ich brauche relativ lange dafür. Ja, die gehen jetzt Richtung Topside. Die gehen Richtung Nash. Ja, die gehen Baron. Ja. Ah, egal. Ich glaube, wir können ihn durchziehen. Wir haben ja da noch eine Vision, ne? Keine Vision auf den Baron direkt, ne? Nee? Oh, die haben mich gecatcht. Fick mich, Alter! Jetzt gehen sie Baron. Aber wir können das trotzdem noch contesten. Ich hab TP. Ich hab noch eine Redemption für euch. Kann hier einer einen Watch stellen irgendwie? 4K. Baller da gleich eine Redemption rein. Fist und mich halt gerade weg. Ich komme zu dir. Pass auf. Okay, wie soll das raus? Fist und nicht raus. Kann man nicht. Du hättest so ein bisschen kiten sollen, nicht voll rein. Ja, hab irgendwie drauf geachtet. Hey, was? Was ist die denn? Komm bitte. Aber der wird rausgehen. Ach Mann. Ah, der kann Bottom schnell. Ja, ich komm hin. Wir wollen halt wirklich Pink Wards. Ah ja, war super bad, dass ich keine geholt hab. Bist du safe? Botlane ist huge wave, damit gehen, bevor die gebufft wird. 20 Sekunden hab ich Ulti, ich hab noch Flash Ulti dann. Wenn ihr Red Buff jetzt gepullen. Ich hab halt 4 Items, Alter. Ich glaube, die würde gerade dich in 2 Autodecks töten, Dinge. Ja, dazu kommt's ja nicht.
Was ist er hier? Der Flash holt jetzt ab. Sei er vielleicht hier? Ich kann Flash-Town versuchen. Aber es reicht nicht, wenn du halt, die macht halt gerade mit Autotext mehr Damage jetzt nicht mit Ult. Aber guten CC. True. Dein Feld wird halt hart carryen. Ich kann halt auf sie, ich muss halt auf sie drauf flashen, wenn wir fallen. Ja. Wie machen wir das? Wollen wir das jetzt hier? Wir hatten nämlich den Damage. Ich kann probieren, aber die haben halt noch Baron. Ich komm, ich geh rein. Na, wir können ja bis auf die Verlieren. Ich geh auf Zyra. So. Wir machen Zyra. Holy shit, die macht so viel Schaden. Das war's. Ja, das war's. Wir haben halt den Turret gedefft, das war fein. Ja, wir haben alles verloren hier. Ja, ich meine, Mitte haben wir die Wave gedefft, da hätten wir nicht reingehen müssen. Das ist so dumm, das Game, Alter. Hä, what? Ach Mann, ey, da hätte ich gerade noch Xayah-King holen. Ah, ich dachte, wir catchen die hier, also, weil die waren halt auch so off-guard. Das ist ein absoluter Freeburn, wenn die Xayah nicht 8-0 steht nach 5 Minuten. Ja, den letzten Game stand die halt auch 17 drauf. Draven, also bist du schon gut. Das gerade war bei dem unten fucking Bugsplat hat oder PC oder. Also, das meine ich ja. Was Dings da? Ja, ganz offensichtlich spielt er ja. Also, im Game davor hat er auch hart gecarried. Ich meine, dieses Game hat er nicht gut gespielt. Das ist das Einzige, was ich. Das haben wir doch. Ja, das meine ich halt, dass ich nicht so sehe. Das haben wir noch. Hast du noch bekommen? Das haben wir noch! Da deppen wir! Hold the gate! Ich wollte nur noch Damage. Oh, das tiltet mich so hart, dieses Game. Ja, ey, ich war nach dem Dings, nach dem 3-0 Xayah, Junge, das ist so. So random, einfach nur wegen dem Kack-Dings. Bugsplat oder DC oder was du hattest. Aber muss auch sagen, die hättest auch hart abused. Du standest halt legit 4 Sekunden auf der Stelle in Minions drin. Die hätte einfach sagen können. Ja, ja, ja. Die also, das wäre Fair Play gewesen, muss ich sagen. Das war schon. Ja, ein gut, aber das kann man dir nicht vorwerfen. Das warum auch? Ich werf's den vor.